So, hier sieht man jetzt die Tür, bevor ich die Bretter dran mache. Wie ich gesagt hatte, kommt in der Mitte noch eine Strebe rein. Die ist jetzt noch locker da reingestellt, also noch nicht verschraubt. Und die muss genau passen. Man kann sich letzten Endes aussuchen, ob man die vom oberen Band nach unten macht, so wie ich jetzt. Das ist eigentlich der Klassiker als Zugstrebe oder von der anderen Seite her als Druckstrebe. Letzten Endes ist diese dafür verantwortlich, dass die Tür nicht einfach anfängt zu hängen. Wenn ich hier nur Bretter drauf mache, ist das ganze Ding insgesamt noch verschiebbar. Das heißt, die kann hier sacken, dann schleift sie unten auf den Boden und das ganze Ding wird so schräg. Also geht einfach über die Zeit runter. Das will man vermeiden, deswegen steift man die aus mit einer Strebe, wie auch immer mit solchen Streben. Und hier funktioniert das gut. Die muss man anpassen. Da schneidet man sich die erstmal auf die Diagonale, die man misst mit dem Zollstock. Dann kann man ein Ende einfach reinhalten, mal grob mit dem Bleistift anzeichnen, dann in die Ecke passen. Das muss natürlich immer 90 Grad Winkel sein, das macht es relativ einfach, das anzuzeichnen. Und bei der anderen, bei der unteren oder oberen, je nachdem welche als zweites kommt, kann man das Holz einfach, solange es noch ein bisschen länger ist, dahinter lassen und dann halt vorsichtig anzeichnen. Man sollte nur aufpassen, dass wenn man die schräg hält und zeichnet, dass es natürlich hinterher nicht ganz genau der gleiche Winkel ist und insofern lieber in mehreren Schritten iterativ Material wegnehmen, als dass es hinterher zu kurz ist. Wenn das Ding zu kurz ist, muss man es neu machen und das ist natürlich dann eine Menge Arbeit. So, also ich schraube das jetzt einfach fest. Hier ist es einfach, ich schraube einmal von oben, einmal von der Seite, hier bei der anderen genauso und dann kommen hier noch die Latten drauf und dann ist das gut. Also, bis zum nächsten Mal.